Abstand halte. So, wir mussten jetzt einen neuen Reifen kaufen. Ich hatte vorhin einen Platten. Also, wie lange brauchen wir jetzt nach Österreich? Ich weiß es nicht, es kommt auf die Verkehrslage drauf an. Ich glaube 4 oder 5 Stunden. Wenn es gut läuft, sind wir schnell dort. Ja. Genau. So, Professor, für was haben wir uns entschieden? Für den Lachs. Für was? Den Lachs. So, Abendessen ist fertig. Was sagst du zum Abendessen? Oh, lecker. Erste Sahne. Jetzt sag doch mal was zum Abendessen. Zum Abendessen? Da gibt es nichts zu sagen. Ohne Worte, überragend. Oh ja. Schön. Schick. Sieht ja alles sehr schön aus. Ah ja, da liegt schön. Du Lappen. Oh ja. Haben Sie sich nicht lumpen lassen hier? So, jetzt erzähl mal was zu deinem Frühstück. Hä? Erzähl mal was zu deinem Frühstück. Was hast du dir geholt? Ja, war richtig. Schönes Müsli. Müsli. Ein Müsli zusammengestellt, ja. Und dann Spiegelei. Spiegelei, ja. Und es taugt dir. Mhm. Und so, wir sind gestern jetzt hier angekommen mit Österreich in Kufstein. Und sind jetzt hier im Preas Hotel. Und ja, jetzt waren wir gerade frühstücken, gestern sind wir ja schön abends ins Bett gegangen. Und jetzt müssen wir noch kurz das in meinem Fahrrad schrauben. Mein Vater holt jetzt gerade noch schnell den Schlüssel und dann schauen wir uns den ersten Teil der Strecke an, machen so ein bisschen Sightseeing. Ich war ja schon mal in Kufstein und ja, das passt soweit dann ganz gut, würde ich sagen. Und morgen geht es dann um 8 Uhr los zu dem Radmarathon und ja, ist schon ein bisschen komisch wieder mal bei einem Wettkampf zu sein. Oh. Jetzt schauen wir uns die Strecke an. Geht jetzt gerade das erste Mal schon den Berg hoch, direkt nach dem Start. Und ist auf jeden Fall ein richtig krasses Panorama hier. Geisteskrank.
wir mussten jetzt einen neuen Reifen kaufen. Ich hatte vorhin einen Platten, bin durch eine riesen Scherbe gefahren und jetzt ein riesen Loch im Schlauch. Und jetzt müssen wir den halt jetzt drauf machen. Und das sieht jetzt natürlich nicht mehr so schick aus, wie es vorher jetzt aussah. Da hinten wird jetzt nachher ein schwarzer Reifen sein. Naja. Was sagst du zum Training? Ja? Das war richtig entspannt. Gleich mal schönes Wetter. Außer der Platte halt. Außer der Platte halt, ja. Aber das gibt's halt einmal, ja. Jetzt montieren wir halt noch ein bisschen. Da geht's rein. Alles. Die Ausbeute. Also, ich kann sie euch gleich mal zeigen. Was für eine tolle. Junge, Abstand halte. Mittagessen ist auch erledigt. Alles soweit wunderbar. Jetzt bin ich gerade zurück auf dem Weg ins Zimmer. Es ist jetzt 16 Uhr. Aber ja, ich bin jetzt auch irgendwie ganz schön platt. Ich hatte vorher noch einen Platten und ja, alles suboptimal. Aber egal, jetzt haben wir noch einen neuen Schlauch gekauft. Beziehungsweise nicht einen neuen Schlauch, einen neuen Reifen, weil der andere, der ging halt jetzt echt gar nicht mehr. Morgen um 8 geht's los und der erste Anstieg, der schmeckt schon direkt nach dem Start, ja, muss ich schon sagen. Das tut schon ordentlich weh. Und ja, also was kann man dazu noch sagen? Die ersten 30 Kilometer, 600 Höhenmeter, zwei Anstiege und eine technisch echt extrem schwere Abfahrt. Also das wird morgen echt lustig. Aber ja, wir werden sehen. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Aber es ist halt jetzt auch schon wieder ein langer Tag für mich. Deswegen ja, bis später. Aufgezeichnet. Zwei. Aha. Und wie ist die Stimmung? Im Moment noch gut. Warten wir ab. Kurz vor sechs. Ja. Motivation. Naja. Thank you.
immer stetig abgebaut. Und jetzt ist es einfach so, ich kann einfach nicht mehr mobilisieren. Einfach vorbei. Ja, jetzt sind es noch 18 Kilometer bis ins Ziel. Das schaffe ich jetzt auch noch. So, Rennen ist vorbei. War ganz okay. Bis Kilometer 60. Dann war ich tot. Dann hat mir einfach die Kraft gefehlt und dann war, ja. Dann habe ich gelitten, hat mich mein Vater sogar mal abgehängt und dann musste ich da irgendwie warten, bis eine neue Gruppe kommt. Und als ich dann in der neuen Gruppe war, dann ging es wieder. Aber mir hat einfach die Kraft gefehlt. Aber es liegt auch wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich jetzt halt in der letzten Zeit so wenig trainiert habe und einfach umgezogen bin, alles drum und dran, der ganze Stress. Ja, und jetzt gehen wir erstmal zur Pasta-Party. Wir haben ja immer viele lokale Akkordeure hier. Eben sind wir als Meisterdiener, Töchter Luis. Und was sagst du zum Rennen? Mega. Bei dem Wetter? Das wird schon mehr. Was nimmst du? Ja, ich nehme den Burger da vorne. Das hört sich sehr gut an. Was versuchst du da? Ich wollte mich verabschieden, aber es klappt nicht, ein kein Handy. So, und das war dann der Radmarathon in Kufstein. Cooles Event, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die 2000 Höhenmeter waren anfangs, schienen die recht wenig, aber am Ende war es dann doch viel, vor allem wenn man nicht in Form ist. Nichtsdestotrotz, das Wetter war optimal, hat alles gepasst, Top-Organisation, war wirklich ein schönes Event und kann ich natürlich euch allen nur wärmstens empfehlen, euch mal in Kufstein blicken zu lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Event. Ciao.